Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spiel, Beast of Maravilla Island. Und ich schalte mal meine Kamera an. Ich bin mir aber nicht sicher. Hallo! Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich vielleicht störe, weil ihr seht schon, dieses Spiel ist so schön bunt und das wird wunderschön werden. Und damit hallo und herzlich willkommen, wie gesagt, zu einem neuen Let's Play. Und das Spiel heißt Beast of Maravilla Island. Wir sind eine Fotografin und wir müssen Dinge fotografieren. Ich bin mal sehr gespannt. Also wie gesagt, ein schönes, buntes Spiel, ganz, ganz neu auf dem Markt. Und jetzt gucken wir einfach mal, wir starten mal das Spiel. Also es kann sein, dass ich eventuell dann mal mich wegmache, wenn ich zu sehr das Bild stören sollte. Wir werden es sehen. Also jetzt gehe ich einfach mal auf Start, mal gucken, was passiert. Neues Spiel, ja klar. Ich störe wahrscheinlich jetzt schon, ne? Oh, okay, warte. Die Welt ist voller magischer Dinge. Als ich jung war, fühlte mein Opa meinen Kopf immer mit verrückten Geschichten über eine magische Insel. Als ich älter wurde, wusste ich es besser, als an alte Märchen zu glauben. Also warum mache ich das hier? Ich gehe an einen fiktiven Ort, an den ich mich nur in meinen Träumen erinnere. Meine liebste Marina, trauere nicht um mich, wenn ich fort bin. Ich habe ein Leben im Dienste der schönen Geschöpfe dieser Erde gelebt. Eine lebenslange Leidenschaft, von der ich hoffe, dass ich sie an dich weitergegeben habe. Die Menschen denken, dass Maravilla Island ein Mythos ist und jeden Tag verliert sie sich selbst. Doch niemand kann etwas tun. Wie können wir retten, was wir nicht kennen? Nimm die Geschichte wahr, die um dich herum leben. Alles ist interessant. Schau genauer hin. Ich überlasse dir also meine Kamera und mein Tagebuch. Fotografiere Maravillas Pracht. Und bringe etwas Schönes zurück, um es mit der Welt zu teilen. Oh mein Gott, voll die schöne Geschichte, ne? Tschüss! So, Boot ist weg, wir sind alleine auf uns gestellt. Okay, ab hier bin ich auf mich allein gestellt, zumindest bis morgen früh. Meine Güte, ich hoffe, das ist die richtige Insel, sonst wird das ein kurzes Abenteuer. Okay, also, wir sind Marina. Oh mein Gott, was ist das denn? Was war das denn? Was auch immer es war, es sieht aus, als wäre es jetzt weg. Am Ende? Drehe ich jetzt durch? Okay, ich bin wieder dabei. Ich kann mich wieder zeigen, eventuell. Ansonsten, wie gesagt, ich lese einfach alles vor, was da steht, noch zusätzlich, ne? Alter, seht ihr das? Schon geil, ne? Und das ist Marina. Wir spielen Marina, eine Fotografin. Wir haben ja gerade den Brief vom Opa vorgelesen. Der Opa hat gesagt, es gibt so viele schöne Dinge auf der Welt und vor allem auf dieser Insel. Man muss es nur erkennen. Kamera. Kamera ist E. Kann ich ranzoomen? Ja, kann ich. Oh. Stopp. Da hinten sehe ich doch was. Warte mal, wo habe ich denn was gesehen? Ach, ich kann nur so weit ranzoomen. Was ist denn das? Selfie-Modus. Foto machen. Ein runder Rubinkäfer. Oh! Errungenschaft freigeschaltet. Angehender Fotograf. Okay, was sehe ich noch? Boah, das sieht voll geil aus. Sieht wirklich aus wie ein roter Rubin, ne? Okay, wir gucken uns um. Oh, das ist ja geil.
Oh, das gefällt mir gut. Okay. Noch sehe ich nichts. Noch sehe ich nichts. Kamera wieder raus. Gut gemacht, dieser Käfer war eine Kreatur der Insel. Die Tiere werden in deinem Fotobuch platziert, je nachdem, in welcher Umgebung du sie gefunden hast. Aha, mache ich. Drücke, um dein Fotobuch wegzulegen. Du kannst es mit drücken, öffnen. Mit kann ich es wahrscheinlich auch wieder schließen. Ich wette, es gibt überall auf der Insel Tierchen. Ich frage mich, wie viele ich zum Fotografieren finden kann. Soll ich mich mal ein bisschen wegschieben? Nö, ne? Doch ein bisschen, ne? Vielleicht seitlich. So. Oh mein Gott, das wird so gut. Gibt es hier auch irgendwie Dinge am Strand, die man fotografieren kann? Guck mal, hier sind Fossilien, ne? Obwohl, das sind ja eigentlich immer alles Fossilien. Die ganzen Muscheln. Oh mein Gott, das wird so gut. I have a feeling, my friends. I have a feeling. Auf jeden Fall war da der Hirsch. Irgendwie verfolgen mich immer Hirsche in den ganzen Spielen. Kann ich auch. Oh mein Gott, wie cool sieht das denn bitte schön aus? Ah, ich kann ja, warte mal. Ein Prismenflügelfalter. Oh mein Gott. Das wird interessant. Diese Tierchen sind anders als die, die ich in Los Angeles je gesehen habe. Ich wette, Opa hat darüber in seinem Tagebuch geschrieben. Drücke R zum Ansehen. Neue Ziele hinzugefügt. Ach du Scheiße, ich habe Ziele. Ich erinnere mich, dass ich als Kind gerne in diesem Tagebuch geblättert habe. Das ist aber schon lange her. Ich weiß kaum, was darin steht. Ich sollte mir diese notieren, damit ich weiß, wonach ich suchen muss. Ach du heiliger Strohsack. Kristalline Insekten. Die Insekten von Maravilla Island umfassen viele robuste Arten. Edelsteinartige Struktur auf dem Hinterleib. Es scheint, dass die kristallinen Strukturen auf ihren Körper nicht schon bei der Verpuppung vorhanden sind. Vielmehr bauen die Kreaturen sie während ihres gesamten Erwachsenenlebens auf, abgesehen von den Riesenschnecken. Das ist ja cool. Alter. Das müssen wir uns alles durchlesen, ne? Maravillanische Schmetterlinge. Singender Dschungel. Oh, der Opa hat aber viel geschrieben, ne? Kann ich da jetzt. Ah, okay. Wir brauchen also Zielfotos, 6 Edelsteininsekten, 6 Schmetterlinge, 6 Vögel und 10 Pflanzen. Opa sagt immer, diese Insel und ihre Bewohner seien magisch. Das merke ich jetzt. Je mehr Fotos von Tieren ich sammle, desto mehr Menschen werden diese Insel verstehen und schätzen, so wie er es tat. Ich höre Motorengeräusche. Oh, warte mal, da ist so ein Vogel. Bitte fliegt nicht weg. Mandarinenschalfink. Voll schön, ne? Oh, warte mal, muss ich Pflanzen auch fotografieren? Neu. Vaskonische Baumorchidee. Maravillanische Hummerschere. Klar muss ich machen. Tropfenorchidee. Ich kann mich sogar ducken. Kann ich da hoch? Das ist doch auch eine neue Pflanze, oder? Hier, die da. Regenbogen Brummeli. Das ist der Vogel. Das wird mir nicht angezeigt. Regenbogen. Was ist denn das? Keine Ahnung. Okay.
glaube, ich erinnere mich, dass Opa erwähnte, dass die Pflanzen auf dieser Insel lichtempfindlich sind. Oh, was ist denn das? Vielleicht reicht der Blitz meiner Kamera aus, um diese leuchtende Blume zum Blühen zu bringen. Blitz. Donner. Funkelnde Lampenlilie. Ah, jetzt. Sie funkelt. Habe ich jetzt nur noch 18 Bilder, oder was? Nun, das nenne ich lichtempfindlich. Alles, was sie brauchte, war ein kleiner Blitz, um einen Lichtstrahl zu schießen. Und der Stängel, der daraus gewachsen ist, ist wie aus einem Märchen. Nun, wenn es so ist wie ein Märchen, dann kann ich ihn vielleicht erklimmen. Was? Okay. Ach, du heiliger Strohsack. Wie hoch kann ich denn klettern? Okay, hier ist Ende. Wir können uns umgucken. Da sind Wesen. Kann ich fotografieren? Nee, von hier nicht. Oh mein Gott, krass. Wer von uns liebt nicht bunte Spielchen mal ab und zu? Oder überhaupt? Oh mein Gott, wie schön. Dinosaurier. Oben auf dem Ast, die kommen mir so bekannt vor. Ja, ihr Schwanzwedel verrät es. Es ist ein maravillanischer Quesovogel. Affe? Ich sollte im Tagebuch nachsehen. Tagebuch. Regenbogenbüschel Quetzalaffe. Denke daran, dass Opa diese Information aufgeschrieben hat, um dir zu helfen. Wenn du mal nicht weiterkommst, schau im Tagebuch nach. Dieser Affe des Paradieses nistet im Unterholz des Maravilla-Waldes und versteckt sich dort vor Raubtieren. Diese liebevollen Affen verflechten ihre Schwänze in Stresssituationen oder einfach nur, um sich gegenseitig zu zeigen, dass sie sich mögen. Das ist für sie so tröstlich wie eine Umarmung. Diese Affen verflechten ihre Schwänze manchmal die ganze Nacht lang und wachen dann mit zerzaustem Fell auf. Das ist so goldig, oder? Sie gleiten zwischen den höheren Ästen und ernähren sich von Früchten, Blättern und einigen Insekten. Die Klassifizierung dieser Tiere wird bei näherer Betrachtung immer komplizierter. Sind sie Vögel, Primaten, Primavögel? Diese Kreaturen singen gerne in ihrer Freizeit. Sie kopieren die Melodien der anderen, um eine Symphonie zu schaffen. Es wäre ein Wunder, wenn ich während meiner Expedition überhaupt etwas Schlaf bekäme. Diese Affen haben eine einzigartige Beziehung zwischen ihrem Balztanz und dem Licht. Durch die Belichtung färben sich ihr Fell und ihre Federn. Meiner Erfahrung nach reicht das schwache Sonnenlicht, das durch das Blätterdach dringt, nicht aus, um eine Reaktion auszulösen. Aber ein starker Lichtstrahl führt zu atemberaubenden Ergebnissen. Unglaublich. Das Licht meines Lebens, Vasco Imira. Och, da ist ja das Bild vom Opa. Muss ich jetzt vorlesen, ganz klar. Meine liebste Marina, wir können nicht retten, was wir nicht kennen. Also ist es unsere Pflicht, den Zauber dieser Insel mit der Welt zu teilen. Aber wir können nicht bewahren, was wir verletzen. Als ich die Magie von der Insel nahm, verlor ich die Magie in mir selbst. Der Respekt, den du für diese Insel hast, erlaubt es dir, eine tiefere Verbindung zu ihren Geschöpfen aufzubauen, als ich es je könnte. Beendere meine Mission, Minieta Preciosa, und bleibe bescheiden, denn wir sind alle Wesen auf dieser Erde. Es gibt überall Magie um uns herum. Wir müssen sie nur suchen. Papa Vasco. Ist das süß, oder? Okay, das habe ich jetzt alles vorgelesen. Vögel der Baumkronen habe ich noch nicht vorgelesen. Ein kurzer Blick in die Baumkronen des Dschungels offenbarte mir einige der kuriosesten Vögel. Sie haben eine Vorliebe dafür, die einheimischen Flora ihrer Heimat zu imitieren, besonders Blumen und Früchte. Stell dir mal eine Überraschung vor, als ich eine Pflanze abschneiden wollte und mir das, was ich für eine Blume hielt, aus der Hand flog.
Schmetterlinge habe ich auch nicht vorgelesen. Die maravillanischen Schmetterlinge weisen einzigartige, auffällige Muster auf. Einige von ihnen tarnen sich sogar, um wie andere Tiere auszusehen. Das macht sie besonders einschüchternd oder verwirrend für Raubtiere, aber uns bereitet es ein Gefühl des Staunens. Okay, dann müssen wir ganz, ganz besonders alles abfotografieren. Wenn sich die Tiere tarnen können und sehen aus wie, weiß ich nicht was, dann müssen wir auf Suche gehen. Auf einer routinemäßigen Forschungsexpedition bin ich in schlechtes Wetter geraten und mein Schiff wurde stark vom Kurs abgebracht. Vielleicht war das aber auch ein Segen, denn der Ort, an dem ich an Land gespült wurde, ist anders als alles, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Die Flora und Fauna hier sind so einzigartig, dass sie mir fast fremd sind und ich habe keine Anzeichen für andere menschliche Aktivitäten gesehen, was bedeutet, dass dies eine ungenutzte Quelle für wissenschaftliche Entdeckungen sein könnte. Da ich diesen Ort auf keiner Karte ausfindig machen konnte, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ihm einen Namen zu geben. Der Name, den ich gewählt habe, bedeutet Wunder, eine Anspielung auf das unerklärliche Gefühl, das mich überkommt. Von nun an wird dieses Tagebuch eine Aufzeichnung meiner Erkundungen und Entdeckungen der Geheimnisse von Maravilla Island sein. Okay, mega. Oh je, jetzt haben wir noch mehr. Ach du heiliger Strohsack. Okay, wir sollen verschiedene Fotos von diesen Tierchen machen. Regenbogenbüschel, Quetzalaffe. Opa war ein ziemlicher Wissenschaftler, aber diese bunten Freunde sind einfach nur süße Vogelaffen. Moment, Vogelaffen? Afgel? Viel besser. Im Tagebuch steht, dass diese Kreaturen ihre Schweife miteinander verflechten. Ich sollte ein Foto machen. Bitte flieg nicht weg. Ist das süß, oder? Warum habe ich ihn jetzt? Okay. Maravillanische Regenbogen-Anturie. Sind die knuffig? Habe ich schon? Okay, also ihr habt es gelesen, ne? Es gibt teilweise hier Dinge. Den habe ich schon. Die muss man erst irgendwie herausbekommen, ne? Wow, das war ein süßes Foto. Wo soll ich es hin tun? Die werden doch jetzt, wenn ich weiterlaufe. Fotobuch. In jeder Umgebung gibt es eine Hauptkreatur. Im Dschungel ist es der Regenbogenbüschelquetzalaffe. Jede Hauptkreatur hat 4 dokumentierte Verhaltensweisen. Wenn du eine davon fotografierst, ist es ein Zielfoto. Zielfotos erscheinen an gekennzeichneten Stellen unter den Umgebungen im Fotobuch. Wenn du mehr Fotos von demselben Motiv machst, wähle das angezeigte Foto im Fotobuch aus, um diese neuen Fotos zu sehen. Du kannst die angezeigten Fotos jederzeit ersetzen, indem du diese zusätzlichen Fotos auswählst. Versuche mehrere Fotos von den schwanzwedelnden Afgels zu machen und wähle dein Lieblingsfoto aus. Oh, ich finde das jetzt schon süß. Mhm, also hier auch. Oh, da oben ist noch was. Oh, die haben bestimmt Angst, wenn ich gleich näher komme, oder? Warte, näher ranzoomen. Tukanschnabelfalter. Sind die knuffig, oder? Oh, die haben gar keine Angst. Riesiger Dschungellotus. Ich gehe noch näher ran. Nö, machen nichts. Achso, und jetzt muss ich auf F gehen, ne? Und mein Lieblingsfoto dann auswählen. Mein Lieblingsfoto, das Nähere, ne? Als Hauptfoto festlegen. Ach, was man alles hier machen kann, das ist unglaublich. Ich kann von jedem mehrere Fotos machen. Aha. Okay, das habe ich abfotografiert, da werde ich sehr wahrscheinlich rüber können.
Warte mal, das ist doch auch neu. Nee, das habe ich schon. Das habe ich auch schon. Das habe ich noch nicht, oder? Entschuldigung. Doch. Baumorchidee habe ich auch schon. Kann sogar ein Selfie machen, oder was? Nee, das ist ein Foto. Ein sinnloses Foto war das gerade. Kann ich hier rein? Das habe ich auch schon, habe ich gesagt, ne? Ja, okay. Ja, dann rüber da. Bin ich wieder in einem neuen Gebiet. Oh, Achtung. Ah, nee, den habe ich schon. Habe ich auch schon. Ich tue wie eine Verrückte jetzt alles fotografieren. Oh, das ist neu. Irgendwas ist neu. Engelstrompete. Huch! Ach, wie cool. Guck mal. Ich habe ein Selfie gemacht. Ich habe ein Selfie gemacht. So. Okay, da oben ist auch noch was. Ne, die habe ich schon. War super interessant, ne? Wer ist denn da und das unter dem Baum? Hallo, Kumpel. Pfeifen. Vielleicht kommt er und sagt Hallo, wenn ich pfeife. Ein Mango-Kakapo. Komm, wir machen mal ein Selfie zusammen. Ich gucke aber kritisch. Hallo, kleiner Freund. Ein Mango-Kakapo. Okay, sehr interessant. Naja, aber trotzdem allein im Urwald, ne? Die traut sich was. Was ist neu? Ein rosa Kappenknopfpilz. Oh, das ist interessant. Okay. Ui, 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 jetzt wird's aber hell. Warum auch immer. Neu. Blassblauer Flossenschwanz. Das mit dem Foto ist ja natürlich mega, ne? So ein Fotoapparat hätte ich auch gerne. dass er einem dann immer anzeigt, okay, das ist das und das für ein Tier, die und die Pflanze. Der fliegt doch gleich los. Oh, warte. Ach, die Engelstrompete habe ich schon abfotografiert. Oh, was ist denn das? Ein Bananenschalentukan. Nee, warte, habe ich schon. Ein Smaragdritterfalter. Wow. Man ist erschlagen, oder? Von diesen Farben. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Avatar, ne? Das ist so ein kleines bisschen. Oh, jetzt gleitet er. Ich muss ein Foto von dir machen, wie du gleitest. Weißt du das?
Eine Heuschrecke. Die ist auch wunderschön. Jetzt muss ich dem Ganzen hinterher. Boah. Also das ist natürlich ein traumhafter Urwald, ne? Traumhaft. Ich war zwar noch nie in einem Urwald, aber ich glaube nicht, dass das ein... dass es immer so schön ist in einem Urwald. Okay, ihr Lieben, wir werden... Ja, mega. Wir werden, Dings, ne? In der nächsten Folge mal weitermachen, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich freue mich total drauf, bin sehr gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Das Bild dreht sich jetzt einfach. No problem. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.